Hallo Leute und willkommen zu einer weiteren Folge von Bloons Tower Defense 6. Habt ihr euch schon mal gefragt, was eigentlich die eleganteste Methode ist, um den Schimpansenmodus zu schaffen? Und ich habe mich das gerade gefragt. Und wie wir ja alle wissen, elegant ist mein zweiter Vorname. Ich dachte, die beste Methode, um den Schimpansenmodus zu schaffen, ist, die Ballons einfach verschwinden zu lassen. Das heißt, wir stellen uns gar nicht den Kampf, wir lassen die Ballons einfach verschwinden. Und da gibt es ja ein paar Möglichkeiten, wie man das hinkriegen kann. Ich werde versuchen, die alle vorzustellen. Ich sag aber schon mal direkt, es gibt eine hohe Quote, dass wir es nicht gut hinkriegen, weil es ist sehr, sehr teuer. Es kann sein, dass es nicht hinhaut. Der den Anfang nicht jetzt macht, der ist halt Standard. Du hast da nicht so viel mehr Möglichkeiten als das, was wir da jetzt draußen haben. Und bis Runde 40 müssen wir auch, glaube ich, ein bisschen normaler spielen. Wir müssen mal gucken, wie wir das machen. Aber gut, erste Einheit natürlich der Held Oben. Oben kann nämlich, wenn er Level 10 ist, einen Baum beschwören. Und dieser Baum absorbiert Ballons. Dieser Baum kann so gesehen Einheiten verschwinden lassen. Einheit Nummer 1. Ich kann schon mal spoilern. Komm, ich spoilere schon mal direkt meinen ganzen bösen Plan. Einheit Nummer 2. Der Meisteralchemist. Kostet halt 43.000, davor die Skill Ungen. Der bist du halt gut bei 50.000. Der kann Moab, ein BFB, ein Zom einfach schrumpfen lassen. Und dann verschwindet der und wird zum kleinen roten Ballon. Nicht so verkehrt. Dritte Einheit. Der Affenpionier. Der Affenpionier hat die XXL-Falle, die kostet halt 60.000, das ist so teuer. Aber der kann damit auch Ballons einfach verschwinden lassen. Und ich würde ganz gerne mal alle Einheiten raushauen, also es gibt nur diese drei Einheiten. Ich würde gerne alle drei Einheiten raushauen und einfach gucken, wie viel wir am Ende verschwinden lassen können. Wir werden quasi ein Zauberer, David Copperfield werden wir. David Blaine. Heißen die beide David? Die heißen beide David. Wie kann das sein, dass zwei der berühmtesten Zauberer aller Zeiten beide David heißen? Ey, wenn du David mit Vornamen heißt, versuch mal einfach was verschwinden zu lassen. So ein Löffel, was man guckt, ob du den biegen kannst. Bist du der deutsche Uri Geller? Man weiß es nicht. Fun Fact zu Uri Geller übrigens. Okay, wir müssen anders ausholen. Ihr seid ja jünger. Wir müssen anders ausholen. Es gab einen Typen, der hieß oder heißt Uri Geller. Das war so ein Mentalist-Spinner. Zum anderen behauptet, dass er mit Aliens in Kontakt treten kann. Mit der Hilfe von ProSieben. Und der hatte einen großen Trick, wo er gesagt hat, ey Leute, ich kann Löffel verbiegen. Und der hat auch gesagt, ah, ich kann nicht nur so meinen Löffel verbiegen. Der hat dann einfach so einen Löffel gebogen. Dann hat er auch gesagt, ah Leute, ich kann bei euch zu Hause eure Löffel verbiegen. Da sollte man dann den Löffel auf den Fernseher legen. Und der hat ihn dann gebogen, also der hat ihn dann gebogen. Und um den Bogen zu schließen, der hat Pokémon verklagt, weil es ein Pokémon gibt, Simsala, was so Löffel in der Hand hält. Und der hat gesagt, ey, das verletzt meine Rechte. Als großer Künstler, weil ich bin der Löffelmann. Und der war dann lange im Rechtsstreit mit Pokémon. Und ich glaube, der hat den Rechtsstreit verloren. Glaube ich. Ich kann es nicht sicher sagen, aber ich glaube, hoffe, er hat den Rechtsstreit verloren. So, gegen Blei haben wir ja den Boy. Da habe ich auch die Rakete geskillt. Und ja, wir müssen halt ein bisschen auf Schaden gehen. Ansonsten verprügelt uns Runde 40 und alles, was Blei ist und so. Wir müssen da ein bisschen was machen. Wir können nicht nur alles verschwinden lassen. Und ja, wir haben gerade für 3 Minuten über Uri Geller geredet. Tut mir leid. Und wir skillen schon mal nach unten ein bisschen, dass wir gleich hoffentlich viel verschwinden lassen können. Soll ich noch schon sekundäre... Braucht denn eine sekundäre Skillung? Der will doch nur Sachen verschwinden lassen. Der brauchtest du eigentlich gar nicht. Ich meine, ich mach's höchstwahrscheinlich. Aber erstmal machen wir, glaube ich, die Blutfalle, damit wir schon mal mit den Verstecken anfangen können. Ich will ja im Grunde nur wissen am Ende des Tages, wie viel Schaden machen diese Versteckereinheiten. Soll der jetzt hier eine Kiste beschworen? Da kann der kleine Sachen schon drin verstecken. Hört sich komisch an der Satz, aber so ist es halt. Und da steht auch was mit Geld, aber der generiert kein Geld. Wir kriegen quasi nur das Geld, was die Ballons uns gegeben hätten, die in die Kiste reinlaufen. Okay, aber da wären wir schon mal gut am Start. Es kostet halt 60.000, was geisteskrank ist. Wir werden schon einen Weg finden. Da ist der Moab, der sollte aber auch down gehen, oder? Nicht ganz, wir machen mal so. Jetzt geht er down. Yep. Das Problem ist jetzt, wie kommen wir da hin? Wie kommen wir auf 60.000? Bis Runde 60 kommen wir, glaube ich, so auf 30.000, was wir sparen können. Mit dem, was wir draußen haben, überleben wir aber nicht Runde 63. Was für die Strategie? Es gibt eine Strategie, aber ich weiß nicht wie. Ich weiß nicht, wie wir Runde 63 schaffen sollen, ohne viel auszugeben. Das günstigste wäre wahrscheinlich wirklich, wir hauen einen von denen raus und gucken, ob der stark genug ist. Aber vielleicht reicht auch der Baum. Ich lasse es mal durchlaufen. Wir könnten eine zweite Falle machen. Wir könnten eine zweite Blutfalle machen. Das wäre wahrscheinlich auch nicht zu teuer. Und wäre gut genug für Runde 63. Die Frage ist dann aber, schaffen wir Runde 60?
kriegen wir BFBs kaputt mit denen auf dem Feld? Und ich glaube, das ist die größere Frage und da müssen wir, glaube ich, noch mit Nein beantworten. Ist kompliziert, wie wir das machen, aber wir lassen da schon viele Ballons verschwinden. Ist nicht so verkehrt. Ach ja, ihr könnt mir vielleicht auch noch helfen. Und zwar habe ich einen Kommentar gekriegt, dass ich mal einen Schimpansen-Modus machen soll mit den schönsten Affen im Spiel. Und da bin ich so ein bisschen überfragt. Ich dachte erst, der schöne Schwermachstus mit den hässlichsten ist zu subjektiv. Deswegen seid ihr gefragt. Schreibt mal bitte in die Kommentare, welche Affen ihr schön findet. Wo ihr sagt, ey, das Design ist cool, sieht am krassesten aus, dieser Affe. Und ich würde dann, glaube ich, die Top 5 Kommentare nehmen und darf dann nur diese 5 Affen benutzen. Weil ich persönlich habe keine Ahnung. Das ist so unfassbar subjektiv. Ich glaube, ich könnte keine gute Aussage zu tätigen. Ganz ehrlich. Und wir haben schon 24.000. Es ist halt dumm. Spur zu Gold ist so sinnlos, ne? Ich lasse es erstmal so. Damit generieren wir auch kein Geld. Also du generierst normalerweise ein bisschen Geld damit, aber im Schimpansen-Modus nicht. Wir kriegen nur das Geld wieder, was wir jetzt damit beschwören. So. Sehr gut. Wir lassen die Ballons verschwinden, so wie es sein soll. In einer perfekten Welt verschwinden die Ballons alle nur. Dauert noch. Dauert noch, ja. Runde 60 macht mir Sorgen und Runde 63 macht mir Sorgen. Ich glaube, die Antwort auf beides ist tatsächlich der Bombenwerfer. Weil er könnte beides ganz gut regeln. Ich lasse es aber erstmal so laufen und wir gucken erstmal, wie es aussieht. Weil wir kriegen ja erstmal ganz gut alles absorbiert. Das macht ja erstmal kein Problem. Wird alles weggesaugt. Richtig, richtig gut. Ich beschwöre einen Baum. Kriegen wir das down mit diesen... Erst down kriegen wir die Mobs. Ja! Kriegen wir das alles absorbiert? Ja! Let's go! Runde 60 geschafft. Okay, noch 13.000. Zeigt, dass ihr die stylischen Einheiten im gesamten Spiel seid. Und wenn wir Blumen-Weiß-Alchemist haben, sind wir halt wirklich lange safe. Der nervt halt wirklich nur das Kleinvieh. Wischen wir einen neuen Baum. Baum und das unten hat die erste Welle gestoppt. Die zweite Welle... haben wir auch so gut wie gestoppt. Oh, nice. Vielleicht reicht das ja. Kommt noch eine zweite Falle, bitte. Zweite Falle. Wo ist die zweite Falle? Viel zu spät. Also jetzt kriegen wir es nicht hin, glaube ich, weil die zweite Falle kam zu spät. Kann das sein? Doch, wir kriegen es hin. Alter. Der ist aber auch ein MVP. Das U-Boot ist so ein MVP. Aber wir sind halt echt schwach gegen Moabs und wir sind im Grunde schwach gegen alles. Es ist ein Wunder, dass wir noch im Spiel sind. Ja, okay, das war's jetzt. Ich mach mal noch eine zweite Falle. Hat es natürlich jetzt 14 nochmal zurückgeworfen. Erheblich. Aber wir brauchen das, um halt wirklich konstant voranzukommen, denke ich mal. Und zwei Fallen sind halt besser als eine. Da können wir jetzt schön alles einsammeln. Passt, ne? Passt, okay, gut. Ich hätte trotzdem ganz gerne den Blumenmeister-Alchemisten. Und wir müssen ja auch überlegen, was machen wir gegen Runde 100. Weil das können wir nicht verkleinern. Da hoffe ich tatsächlich zu 100% auf die Erstarkfähigkeit, dass die stark genug ist. Weil sonst viel mehr Möglichkeiten haben wir nicht. Das ist das, worauf ich hoffe. Auf eine overpowerte Erstarkfähigkeit. BFW nochmal, haben wir eben kaputt gekriegt. Kriegen wir jetzt nochmal kaputt, auch wenn zwei sind. Sollte passen, ne? Ist halt schwer komplett ohne Damage-Dealer. Sehr, sehr schwer. Aber es funktioniert ansatzweise. Wir müssen halt jetzt den Blumenmeister-Alchemisten kriegen. Achso, falls ihr übrigens die Videos hier lustig findet, könnt ihr uns auch mal sehr gerne ein Abo lassen. Ihr könnt auch sehr gerne meinen Zweikern abchecken. Da kommt kein Gaming-Content, beziehungsweise sehr selten Gaming-Content. Da kommen Shorts-Videos, die so ein bisschen Comedy-mäßig sind. Manchmal. Und da kommen Reaktionsvideos, die so Chill-Videos sind. Wo wir einfach zusammen uns ein Video angucken. Ich sag dauernd meine Meinung dazu, pausier Dinge. Ich könnte natürlich auch auf die XXL-Falle sparen. Weil die XXL-Falle killt ja groß und klein. Deswegen lasse ich es mal durchlaufen, solange wie es geht. Vielleicht kommen wir auf 58.000, vielleicht auch nicht. Ich will einfach nur gucken, wo wir am Ende hinkommen. Ich habe übrigens vorgestern im Video aus Spaß eine Challenge gemacht. Die habe ich Standplay genannt. Und ich habe gesehen, die wurde von 500 Leuten schon gespielt. Finde ich lustig. Ehre an jeden, der die gespielt hat. Ist natürlich keine krasse Challenge, ist nur so eine Fun-Challenge. Aber umso mehr respektabel, wer die mal versucht hat. Ich bin immer wieder verwundert, wie wir die ganzen Moabs so kaputt kriegen. Aber es passt in der Regel immer. Wir kriegen die immer noch down. Auf den letzten Metern. Wie auch immer. Da muss das U-Boot wohl große Dinge leisten. Und die Fallen machen da auch einen guten Job. Aber jetzt kommt so viele Moabs. Baum nochmal. Okay, kriegen wir das absorbiert alles? Da kommt halt richtig viel. Richtig, richtig viel. Haben wir gekriegt. Ist eine schwere Runde. Runde 78 ist dasselbe in nochmal schwerer. Ich glaube, wir werden jetzt überrannt. Uns fehlen halt erbärmliche 4000, aber wir werden jetzt überrannt. Das kriegen wir nicht gestoppt. Safe nicht. Auch wenn da 50.000 Fallen aktiviert werden. Ja, das ist zu viel. Und mal gucken, wie es jetzt aussieht. Wenn der alles langsamer macht, haben wir dann mehr Chancen. Weil es gibt uns ja Zeit, mehr Zeit, den Baum zu beschwören. Mehr Zeit, dass die mehr Fallen raushauen können.
Und das könnte ja tatsächlich ein Game-Changer. Ja, das ist ein Game-Changer. Deswegen ist Griechen vielleicht nochmal mit so weiter. Aber es hat funktioniert, Leute. Taktik. Taktik ist wichtig. Man muss ein taktisches Mastermind sein. Und wir haben verkackt. Wir haben verkackt. Aber wir haben jetzt ja dazugelernt. Wir können dasselbe von eben machen. Wir müssen nur noch einen Baum beschwören. Moment, der ist gar nicht gekommen, der Baum. Wieso ist der Baum nicht geköpft oder gedrückt? Ich hab's. Hä, es ging trotzdem klar. Ich check's nicht. XXL-Falle, bitte. Danke. Okay. Die kann jetzt auch die ganz fetten einsaugen. Wir sind safe. So, was wir jetzt noch machen, ist, glaube ich, einen Alchemisten. So, und der soll bitte den boosten, dass der das schneller raushaut. Der soll die Fallen schneller rotieren, das würde ich gut finden. Das ist mir auch nochmal 3000 wert, hauen wir gleich raus. Neuer Baum, dankeschön. Okay, und der wird jetzt eine Menge verschwinden lassen. Wie ihr seht, da kommt ganz viel an. Alles weg, alles weg. Alles muss weg, wie beim Schlussverkauf. So, weiter, neue Falle, passt. Und tatsächlich, der Blumenmeister-Alchemist, der wäre jetzt ein bisschen doppelt gemoppelt, weil der kann halt dasselbe. Vielleicht brauchen wir das gar nicht. Aber dann, wenn wir den nicht brauchen, hätte ich halt mega sinnlos Gummi zu Gold rausgehauen. Und auch wenn es halt maximal dumm ist, ich mache den Blumenmeister-Alchemisten. Es ist wahnsinnig dämlich. Ich kann es nicht hart genug betonen. Noch 2000 ungefähr. Das heißt, zwei Fallen. Einmal. Zweimal. Okay, drei. Okay, wir haben es, oder? Oder wir haben, können wir es mal haben? Jetzt, Blumenmeister-Alchemist. Es ist so dumm. Es ist so dumm. Aber gut, der kann jetzt halt immer was schrumpfen, was ankommt. Und dazu, also, viel stylischer können wir es jetzt nicht killen. Wir haben einen Baum, der alles wegpackt. Wir haben einen Meister-Alchemisten, der alles wegpackt. Wir haben dann eine Falle, die alles wegpackt. Zumal, was? Der kommt durch? Alchemist, willst du mich verarschen? Was ist das denn für eine Performance? Wir gehen Game Over. Der wirft den Trank gleich zu langsam. Okay. Wir skillen Moab-Kleber. Und hoffen, dass das ein Gamechanger ist. Ja, ist der Gamechanger. Okay. Wow. Ich war schon besorgt. Das Problem ist jetzt aber wieder, ich kann nicht schonungslosen Kleber skillen, weil wir brauchen Geld für die Erstschlagfähigkeit. Ohne Erstschlagfähigkeit schaffen wir Runde 100 nicht. Wie viele Fallen der beschwört, ne? So heftig. Aber Runde 98 war jetzt kein Problem dadurch. Was ein Problem ist, dass uns noch 2000 fehlen. Für die Erstschlagfähigkeit. So, jetzt... Runde 100. Wir haben nicht so viel im Köcher, außer die Erstschlagfähigkeit zu spammen und hoffen, dass die ein paar Mal hittet. Und dass der kaputt geht. Mehr haben wir nicht. Erste Mal. Wir können die, glaube ich, ein zweites Mal raushauen. Die Strecke ist lang genug. Und das muss... Wir haben nicht mehr. Das ist alles, was wir haben gerade. Wenn der kaputt geht, gut. Dann hitten hoffentlich die Fallen auch. Und der Meister-Alchemist... Boah, die Falle liegt sehr schlecht. Die wird nicht hitten. Wir haben vielleicht ein Problem. Vielleicht one-shottet die Erstschlagfähigkeit den. Nope, wir haben ein Problem. Wir haben ein Problem. Vielleicht kommt die ein drittes Mal, die erste Fähigkeit. Das wäre noch eine Hoffnung, die ich habe. Der Baum. Original der Baum. An der, falls ihr euch fragt, was eine sehr dämliche Schimpansentaktik ist, die ihr auf keinen Fall nachmachen solltet, das hier. Es hat gerade so geklappt, weil die Strecke lang ist. Nehme ich aber. Nehme ich aber. Und der Baum war wirklich klatsch. Ohne Witz, der war richtig gut. Wenn ihr mehr von solchen dummen Taktiken sehen wollt, könnt ihr mal sehr gerne ein Abo lassen und dann sehen wir uns dann. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zusehen. Bis dahin und ciao.